Mein Ziel generell war es sowieso, jetzt da nicht mit zu großen Erwartungen ranzugehen. Also ich bin hier absolut Neuling, sehr jung, mit 24 Jahren, habe noch nicht ganz so viel Erfahrung wie andere Sportler. Mein erstes Gefecht gegen Iraner ist auf jeden Fall machbar und danach kriege ich natürlich die Nummer 1 der Welt, die auf jeden Fall besiegbar ist, aber nur wenn ich einen guten Tag habe. Also es ist auf jeden Fall, ich versuche hier meine beste Leistung zu bringen und einfach mein Ding zu machen und ich versuche keinen Druck jetzt mir von außen zu geben und auch mir selbst nicht Druck zu machen. Ich habe von 4 Proben gelesen, die positiv waren und verschwunden sind in den letzten Jahren. Das beunruhigt schon ein bisschen, aber wie gesagt, also es macht jetzt keinen Sinn, sich da drüber den Kopf zu zerbrechen. Timo natürlich hat es absolut verdient, uns da zu vertreten mit der Fahne. Also, wie gesagt, da gibt es nicht viel zu sagen. Da haben es alle, hätten es alle verdient, auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass er gewonnen hat.